Sie kamen von überall her, die Teilnehmer des 8. DBVC-Dialogforums, um sich im Systelius Gesundheitszentrum in Siedelsbrunn, weit weg vom Alltag und in der Abgeschiedenheit des Odenwaldes, in Ruhe auszutauschen. Einer der Höhepunkte war der Vortrag von Dr. Gunter Schmidt, der das Klinikkonzept und die dahinterstehende Organisationskultur erläuterte. Hier einige Eindrücke, zwei Teilnehmerstimmen und dann in wenigen Sekunden der Vortrag von Dr. Gunter Schmidt. Viel Vergnügen. Was mich sehr angesprochen hat, war das Thema, wie authentisch das hier gelebt wird, die Kultur. Dass man wirklich die Dinge, die man predigt, sozusagen auch wirklich umsetzt und lebt. Denn es ist nochmal ein Unterschied, ob man über die Idee der Selbstorganisation bei ihm hört und ihn so erlebt. Und dann hier zu sehen, wie der gesamte Organismus funktioniert, so professionell in jeder Hinsicht, das hat mich doch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und verändert mein Denken über Organisationen nochmal neu. Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Sozusagen auch so direkt. Ich war heute Morgen jetzt nicht dabei, aber das war ja schon, da gab es ja schon viele einführende Möglichkeiten und so weiter. Ich freue mich sehr, auch nochmal von meiner Seite sagen können. Ich finde es auch eine tolle Gelegenheit, dass wir, daran sind wir natürlich immer interessiert, dieses Gedankengut, was ja sicherlich auch gerade im Bereich von Klinikorganisationen, ja, wie alle auch Klienten sagen und sonst alle möglichen Leute, die zu uns kommen, ziemlich außergewöhnlich bis wahrscheinlich einzigartig ist in dieser Art der Organisation. Und da würde ich gerne ein bisschen darüber erzählen. Ich komme nicht ganz darum herum, so ein paar Prinzipien am Anfang von diesem hypnosystemischen Konzept und vor allen Dingen von dem, was unser Produkt ist für die Leute, zu erzählen. Weiß es auch nicht, ja. Weil die Art des Produkts, der Angebote, die wir den Menschen machen, das ist von Anfang an die Grundidee für diese Organisation gewesen, quasi isomorph, gleichgestaltig, die Organisationsform bestimmt, mit der wir dann arbeiten und, oder versuchen zu arbeiten. Und das ist ein ständiger koevolutionärer Prozess dieser Weiterentwicklung, sehr fluktuierend, dieser Organisationsform. Aber das ist die Logik, warum wir gerade in der Organisationsform so nicht anders vorgehen, überhaupt nicht verstehbar, wenn man nicht wenigstens ein paar Sätze dazu sagen. Ich werde diese ersten Dinge aber dann überspringen oder ganz kurz die PowerPoint-Folien dazu überspringen. Ich finde sowieso immer blöd, zu lang mit PowerPoint zu machen. Ein bisschen will ich halt da machen, aber so in die Richtung. Also erstmal würde ich gerne kurz erläutern, wie diese Vision für diese Klinik entstanden ist. Die hat mich bewegt schon seit praktisch meinen Studententagen. Und das war ein eindrückliches Erlebnis, was mich dann so zu diesem Entschluss gebracht hat. Da habe ich als Student noch mitgearbeitet, als wissenschaftlicher Hilfsmitarbeiter, nachher Mitarbeiter halt in der psychosomatischen Uniklinik in Heidelberg. Habe da immer mit Klienten auch gearbeitet und meistens dann auch abends dann mit denen noch länger zusammengesessen, wenn ich Nachtschicht hatte. Das waren sehr anregende, hilfreiche und sehr auch für mich bereichernde Gespräche. Und da war zum Beispiel ein Klient dabei, damals waren das noch 6 Monatsaufenthalte, das war eine tiefenpsychologisch orientierte Klinik, der hatte große Probleme mit seinem Boss und war daran in eine Art depressive Reaktion gerutscht, weil der Boss ihn aus seiner Sicht sehr entwertet hatte, immer wieder in die gleiche Richtung gegangen ist. Aber was für ihn mindestens so schlimm oder noch schlimmer war, war, dass er sich nicht verziehen hat und heftige innere Kämpfe sich daran entwickelt haben, wie er mit seinem Boss dann selber von sich aus umging, sich nicht klar positioniert hat und. Und in dieser für ihn sehr schwächenden Dynamik kam der da. Da war zunächst sehr zufrieden, war da 2 Monate oder so schon da und sagte noch eines Abends, wo wir da zusammensaßen, also ihm gefällt es sehr gut, er wird sicher die ganzen 6 Monate bleiben. 14 Tage drauf, als ich wieder mal im Nachtdienst antrat, war der schon da in dem Zimmer gesessen, in dem ich mit ihm geredet habe. Ich so, was machen Sie hier? Und sagt er, ja, er würde nur noch auf mich warten, er habe sich heute selbst entlassen. Ich sage, wieso denn das? Er sagt, ja, er hätte heute ein sehr wichtiges, anregendes Gespräch mit seinem Therapeuten gehabt. Du kennst den auch übrigens bei den Therapeuten. Und da hätten sie genau über diese schwierige Beziehung zwischen seinem Boss und ihm geredet und es wäre sehr intensiv gewesen und er hätte auch einiges verstanden und hätte das Gefühl gehabt, das wäre gut. Aber gerade als sie dann rausgegangen wären auf den Flur, wäre der sein Therapeut seinem Boss begegnet, also dem Leiter der Klinik. Und dann hätte er miterlebt, wie sein Boss, also der Boss seines Therapeuten, mit seinem Therapeuten, mit dem er gerade seine Thematik besprochen hatte, praktisch fast, also identisch umgegangen wäre, wie sein Boss zu Hause mit ihm.
Und dann hätte er aber auch noch erlebt, und da wäre dann sein Entschluss gereift, dass sein Therapeut mit seinem Bus genauso umgegangen sei, wie er zu Hause mit seinem Bus, was ihn in die Klinik geführt hat. Daraufhin hätte er sich gesagt, also das ist wie zu Hause, kann ich gleich nach Hause gehen. Ne? Aus diesen Erfahrungen war für mich dann klar, es muss möglich sein, gerade wenn man so arbeiten will, wie wir das hier machen, dass wir eine Organisationsform aufbauen, die gleichgestaltig das, was wir als hilfreich für die Klienten ansehen, selbstverständlich dann auch in der Teamorganisation umsetzen müssen, weil gerade in dem Bereich, das mag in einem Maschinenbauproduktionsbetrieb vielleicht anders sein, wobei man da auch diskutieren könnte, aber in diesem Bereich hier, wo praktisch das Hauptinstrument, was wir für unsere Produkte brauchen, das Lebewesen der Therapeuten ist sozusagen, da ist es ein Widerspruch in sich selber, wenn die Therapeuten in einer Organisationsform leben und arbeiten müssen, die nicht gleichgestaltig kongruent dem entspricht, was sie dann wieder dem Klienten anbieten sollen. Und dementsprechend war das klar. Diese Vision hat mich lange geprägt. Ich habe dann alle möglichen Sachen gemacht, hypnosystemische Konzepte entwickelt, die auf Organisationen und Klinik auch übertragen. Und schließlich dann 1995 die erste Klinik hier, die im gleichen Ort, dann versucht aufzubauen mit den Teams nach diesem Modell. Das war schon recht schön, aber nicht annähernd so, wie ich mir es vorgestellt habe, weil die Träger dieser Klinik ganz andere Kulturvorstellungen hatte und immer viel Anstrengung bedeutete. Schließlich haben wir uns dann entschlossen, das in Eigenregie, natürlich mit vielen Krediten hier so hier zu machen, sodass wir unsere eigenen Arbeitgeber, unsere eigenen Gesellschafter und so weiter sind und hauptsächlich deswegen, damit wir endlich frei die Rahmenbedingungen gestalten können, so wie jetzt nach diesen Modellen. Das ist der Hintergrund erstmal so dazu. Als nächstes werde ich Ihnen nur ganz kurz ein paar Basisprämissen dieses... Ja, das geht ganz schnell. Sie sehen, es geht ganz schnell, Bernd. Du kannst ganz zufrieden sein. So, zu diesem hypnosystemischen Konzept, das mache ich jetzt halt kurz aus dem Ärmel. Hypnosystemisches Konzept bezieht sich immer darauf, auf der Basis übrigens der modernen neurobiologischen Erkenntnisse, und das ist ein ganz anderes Konzept, was uns permanente Dilemmata, Zwickmühlen, Aufgaben schwieriger Art beschert mit der größeren Umwelt. Das muss deswegen erwähnt werden, weil sonst wird nichts verstehbar, wie wir hier arbeiten. Weil typischerweise im sogenannten Gesundheitssystem, was aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht besser Krankheitssystem genannt werden sollte, praktisch, wenn wir hier jemanden von der Kasse bezahlt haben wollen, das ist ja eine Privatklinik, akute Privatklinik, wir haben einen Akutstatus verliehen gekriegt, was günstig ist für die Kostenzusage für die Leute, aber dennoch halt 80% der Leute, die zu uns kommen, werden von den Kassen dann bezahlt. Das heißt, sie haben Vertragsbedingungen, die Kassen. Die Kassen sind eigentlich ein zentraler Stakeholder und Hauptvertragspartner dieser Organisation. Und die haben halt Vertragsbedingungen, wie alle diese Kassen haben sie Vertragsbedingungen, dass nur was bezahlt wird, wenn es als Krankheit definiert wird, von Krankheitswert und dementsprechende pathologieorientierte ICD-10-Diagnosen und entsprechende pathologien defizitorientierte Geschichten dazu hat. Hypnosystemisch gesehen ist das eine fatale Schwierigkeit. Wie ich das gern manchmal salopp so sage, aus hypnosystemischer Sicht, die ja von einer Konstruktion von Realität ausgeht, ist es selbstverständlich keine Wahrheit, dass die Leute so sind, sondern immer nur ein Ausdruck einer Realitätskonstruktion, die aber knallharte Erlebniswirkung hat und die typischerweise selektiv nur einen möglichen Ausschnitt aus einer riesigen Potenzialvielfalt eines Menschen zeigt und insofern quasi wirkt wie eine Informationsvernichtungsmaschine, insbesondere für Kompetenzinformationen, die aber immer wieder findbar sind. Hypnosystemisch gut belegt durch neurobiologische Sachen können wir davon ausgehen, die Leute, und wenn sie 20 Jahre furchtbar gelitten haben und selbst nicht die geringste Vorstellung mehr haben davon, dass sie Kompetenzen in sich tragen würden, die ihnen helfen, wir haben noch immer erlebt, dass wir in relativ kurzer Zeit diese Kompetenzen mit den Leuten finden und reaktivieren konnten. Ganz klar kann man das als gesichertes Wissen ansehen. Die Kompetenzen für hilfreiche Schritte, auch wenn das jemand im Selbstbild nicht mehr hat, sind praktisch immer im Erlebnisrepertoire vorhanden. Das nützt den Leuten gar nichts, wenn sie nicht reaktiviert werden. Also brauchen wir jede Menge reaktivierende Interventionen, aber das ist eine ganz andere Basisprämisse. Nicht, das ist nicht da und jetzt muss vielleicht psychoedukativ oder sonst wie ein Defizit über Jahre gefüllt werden oder was weiß ich, sondern die Hauptaufgabe, das ist ethisch verpflichtend für uns, ist es, die Leute so in einer Begegnung sozusagen zur Kooperation einzuladen, dass das bestmöglichste
Kontextgestaltungen bestmögliche Chancen bringt, dass ihre schlummernden Kompetenzen, so könnte man das sagen, reaktiviert werden und dann natürlich mit den Situationen und Kontexten, in denen sie sie brauchen, vernetzt wird für den Alltag. Aber eigentlich könnte man das Ganze eine Reaktivierungs- und Vernetzungsstrategie nennen, so immer auf der Basis, Kompetenzen sind schon da. Aus Zeitgründen schon, deswegen, damit der Bernd nicht dann wieder nachher sich über mich ärgert, werde ich das jetzt also raffen und verweisen auf andere Sachen, wo Sie das alles ausführlicher nachlesen können, gerade diese Sachen. Aber eines ist dabei noch wichtig, das wäre zu sagen. Damit verbunden ist eine Idee in der Gedächtnisforschung, da kennen Sie vielleicht Kurz- und Langzeitgedächtnis, da gibt es auch den Begriff des Episodengedächtnisses. Und damit ist gemeint, dass praktisch jede Episode, die einigermaßen emotional geladen ist im Erleben eines Menschen, quasi als eigenständiges Erlebnisnetzwerk in ihm gespeichert wird. Erlebnisnetzwerk ist sozusagen der Punkt. Wir nennen es auch Muster, aber damit ist das gemeint. Es gibt keine lineare Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen, weil die Vergangenheit so war, muss es mir heute so geben. Ich habe jetzt nicht die Zeit, aber ich könnte Ihnen in 2 Minuten die Freudsche Hypothese vom Wiederholungszwang vom Tisch wischen. Das ist einfach rührend. Es gibt keinen Wiederholungszwang. Es gibt starke Wiederholungseinladungen, aber Wiederholungszwang ist lächerlich. Gibt es nicht, kann man widerlegen. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, keine Sorgen. Aber wenn Sie zu anderen Zeiten interessiert. Es ist auch nicht so, dass die Vergangenheit die Ursache für Gegenwart sein kann. Lebende Systeme organisieren sich nach Wechselwirkungsprinzipien netzwerkartig. Solche Netzwerke entstehen aus Kognitionen, Atmung, Körperkoordination, Blutdruck und so weiter, Verhalten, Kontextbedingungen außen, Situationsbedingungen, Regeln, die im System sind, die zusammen werden wie ein Netzwerk aufgebaut und ergeben erst ein Erlebnisnetzwerk. Da wir aber Tausende haben, wenn Sie mich fragen würden, wie hatten Sie es in Ihrer Vergangenheit, würde ich selbstverständlich gleich fragen, oh, welche meiner 3500 Vergangenheiten meinen Sie denn? Weil ich habe so viele Episoden vielleicht und je nachdem, in welche ich mich hineinversetze, werde ich zu einem anderen Ich. Also die Idee ist eine multiple Ich-Konzeption, die sozusagen von einem Ich zum nächsten driftet, immer durch entweder von innen oder außen kommende Reize, Auslösereize, die dann diese Ich-Netzwerke reaktivieren. Das brauchen wir für die Bedeutung, für die Frage, wie wollen wir unsere Organisation aufbauen. Weil dann ist eine Organisation, eine Umwelt für das autopoietisch, autonom, von innen sich organisierende Lebewesen, was übrigens auch heißt, das ist wichtig für unsere Klienten, wenn die dann kommen und sagen, ja, wir haben immer so viel Stress, der Stress da draußen und die ständige Erreichbarkeit und das und jenes bringt mich in einen Burnout. Das ist sehr verstehbar, aber eine sehr gefährliche Konzeption, weil sie Außenabhängigkeit und Eigeninkompetenz beschreibt. Und das können wir sehr schnell den Leuten wieder erfahrbar machen. Dies ist ein Missverständnis. Das Außen ist eine tatkräftige Einladung und insofern äußerst wichtig. Als Umwelt, die förderlich oder hinderlich wirken kann. Aber es wird immer noch eine autonome Antwortmöglichkeit geben von innen heraus und da liegt die autonome Gestaltungschance, sodass wir aber ständig einen oszillierenden Wechselwirkungsprozess zu beachten haben, weil die Leute natürlich sich als Opfer dieser Außenwelt erleben und das müssen wir sehr würdigend natürlich abholen. Das ist das Ich, was in dem Moment einfach dominiert, sozusagen nicht der Mensch an sich, sondern das Opfer-Ich, könnte man das nennen. Und das erlebt sich inkompetent. Das müssen wir sehr achtungsvoll aufgreifen. Da ist die nächste Tücke, auf die kommen wir dann gleich nochmal. Weil wenn jemand in so einem Opfer-Ich ist, dann erlebt er sich eben nicht als gleichrangig mit dem, der ihn womöglich jetzt unterstützen will. Der will ihn unterstützen und hat ständig die tückische Situation zu beachten, dass wenn er ihn unterstützt, es auslösen könnte, Verstärkung von Netzwerken des Opfers, von Netzwerken der Eigeninkompetenz und so weiter. Und diese ständige Gratwanderung haben wir permanent zu beachten. Ist das so einigermaßen, wie ich so sage? Okay. Insofern müssen wir natürlich diese Außenweltbedingung äußerst wichtig nehmen. Und das gilt natürlich auch für unsere Organisation. Und gleichzeitig zwingt sie niemand, auch nicht bei unseren Teams, so oder so oder so zu reagieren. Es begegnen sich sozusagen erlernte Innenweltnetzwerke, die aber vernetzt sind mit bestimmten Kontextfaktoren außen. Wenn diese Kontextfaktoren heute irgendwo als ähnlich auf einer unbewussten Ebene erlebt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass diese Netzwerke, die damals damit verbunden gelernt wurden, bing, wieder anspringen. Cells that fire together, wire together, hübsches Gesetz.
Und das, also, und wenn die mal miteinander vernetzt sind, die Zellen, die sich miteinander vorher vernetzt haben, dann reicht ein, zwei kleine Reize im Gesamtnetzwerk und schon aktiviert es das Gesamtnetzwerk. Darin liegt die Gefahr und die Chance des organisatorischen Außenkontextes, auf die ich dann jetzt eingehen will. So, jetzt unter diesen Umständen, was ist dann das Ziel für die ganze Arbeit mit den Leuten? Da gehe ich jetzt mal so hier. Naja, ich bin jetzt halt ein bisschen am Improvisieren. Damit ich nicht in den Burnout komme, gell, mache ich jetzt gleich für mich so einen inneren Erwartungsantreiber, aber kein Antreiber, sondern einen Rückenstärker in mir, der sagt, jetzt machst du halt so, wie es irgendwie geht, ein bisschen improvisierend und hoffst auf die Flexibilität der Leute, dass sie mit Empathie mit dir mitgehen. Was natürlich nur eine Hoffnung ist und keineswegs eine Sicherheit, gell? Aber mir hilft es, die rückenstärkende Flexibilität beim Vortrag weiter auszubauen. Vielen Dank. Wofür machen wir das Ganze hier? Weil, das wird jetzt nachher gleich nochmal bei dem Verständnis der Organisation aus hypnosystemischer Sicht deutlich. Das, was ich jetzt in Zeitrafferform hier gesagt habe, läuft letztlich immer darauf hinaus, auch schon bei den Klienten und selbstverständlich bei der Organisation, Erleben wird immer erzeugt. Erleben steht nie fest. Deswegen ist ganz klar, wenn hier zu uns jemand kommt und dann sagt, ich bin so depressiv, dann ist die erste Einladung, die ich ihm sofort anbiete, wenn ich mit ihm zu tun habe, Mensch, das kann man doch verstehen und das möchte ich sehr unterstützend begleiten. Gleichzeitig lade ich dann die Leute dazu ein, sind sie depressiv oder gibt es noch andere Seiten in ihnen? Und typischerweise finden wir ruckzuck andere Seiten. Das kann nicht heißen, dass die Person depressiv ist, sondern eine Seite von ihr sich niedergedrückt erlebt. Aber nicht die ganze Person, damit der Fokus auf die Kompetenzen kommen kann, weil Erleben Sekunde für Sekunde schon durch die Art, wie ich mich beschreibe, benenne und so weiter, erzeugt wird. Durch Priming, wie man heute sagt, Bahnung, Aufmerksamkeitsfokussierung. Und das gilt natürlich dann auch für alle Kommunikation unter uns, miteinander und mit den Klienten. Da haben wir aber immer ständige, vielschichtige und widersprüchlich anmutende Aufgaben. Noch dazu, ich will das wieder in Erinnerung rufen, da wir in einem Kontext leben, in dem ganz andere Erwartungen an Klinik, an Therapeuten und an Klienten gerichtet wird. Nämlich zu gucken, wann war es da schlimm und wann war es da schlimm und seit wann ist es schlimm und wie war es schon bei der Oma schlimm und überhaupt schlimm und so. Und dann, da ja, jetzt verstehe ich aber gut, wie schlimm es ist und dadurch wird es womöglich gut. Dadurch wird es eben nicht gut in aller Regel. Wir haben, kennen Sie vielleicht auch, manchmal 20, ich habe schon Klienten gehabt mit 21 Jahren Therapie, die unglaublich viel verstanden haben und es wurde kein bisschen besser. Gestern Abend hat man noch eine Klientin hier, die selber, weil es ihr so gut gefällt und so gut getan hat, in den ersten 14 Tagen schon selbst Therapeutin, gesagt, sie hatte schon 40 Karten geschrieben, wie toll es hier wäre und wie großzügig und dass sie, die war vorher in drei Kliniken und in Stück anderen Sachen und sie ist immer weiter runtergekommen, weil sie ständig nur defizitfokussierende Angebote gekriegt hat. Die konnte es gar nicht fassen, erstmal, dass das hier anders läuft, aber sie merkt, wie gut es ihr tut. Was sind unsere Ziele also für die Klienten? Unter der Prämisse, die ich Ihnen jetzt schon genannt habe, alle Interaktionen mit den Klienten von A bis Z so auszubauen, dass sie ständig Unterstützung für kompetenzfokussierende Prozesse bringen, für kompetenzaktivierende Prozesse, bahnende Prozesse in deren Eigenkompetenz und Selbstwirksamkeit. Da die aber kommen oft in einem Zustand, wo sie sich nicht so kompetent erleben, brauchen wir erstmal wertschätzendes Pacing, also abholen im Bezugsrahmen, sehr unterstützend und immer wieder ermutigend und geduldig und mit viel Raum, Mensch, es muss Ihnen nicht besser gehen. Sie dürfen genauso es weiter erleben, Sie müssen gar nichts ändern, so als ersten Einstieg. Und dann ein konsequentes Kooperieren auf gleicher Augenhöhe. Das geht nur, wenn wir alles völlig transparent machen und ständig nur in Ich-Botschaften reden mit den Leuten. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir nicht wissen, was für die Leute gut ist und das von vornherein Ihnen sagen. Gleichzeitig auch, dass wir Ihnen auch gleich vermitteln von Anfang an, hören Sie, eigentlich, das sage ich zum Beispiel abends, ich mache immer einmal die Woche abends noch eine Gruppe mit denen, eigentlich streng genommen stimmt es überhaupt nicht, dass wir auf gleicher Augenhöhe sind, was wir auf der Website auch stehen haben, weil streng genommen sind sie unsere Vorgesetzten. Weil wenn wir Autopoiese-Konzepte aus der Neurobiologie nehmen, dass lebende Systeme immer sich selbst von innen heraus organisieren, da könnte ich doch aus meiner Sicht brillant anmutende Interventionen machen und außer mir merkt es niemand. Das heißt,
damit es erfolgreich wird, brauchen wir die eigenkompetente therapeutische Arbeit der Klienten letztlich. Die sind die eigentlichen Therapeuten für sich selber und wir sind ihre unterstützende, ermutigende und sie daran erinnernde Kooperationspartner. So gesehen wird immer alles an den Zielen der Klienten ausgerichtet. Dafür sind nicht wir die Wissenden, sondern die kompetenten Nichtwissenden, die mit ihrer Kompetenz unterstützen können, wie die Leute in Kontakt mit ihrem Eigenwissen kommen können. Und von dort aus ihre Ziele bestimmen, mit vielen Rückkopplungsverfahren. Ich habe deswegen den Begriff des Realitätenkellners mal erfunden. Damit ist gemeint, dass wir sehr viele Menüangebote machen könnten, in der Form der Sprache, wie die Mechthild das vorhin so gemacht hat, hypothetisch. Könnte so sein für Sie, wenn man Ihnen anbieten würde das, wie käme es bei Ihnen an, wie reagieren Ihre somatischen Marker als oberste Instanz, Ihre Körperwissensrückmeldungen, wenn wir es so machen würden, so machen würden, so machen würden. Das heißt, die Therapeuten sind sehr aktiv, aber immer in einer fragenden Haltung und immer in einer Haltung, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt von den Klienten, was in irgendeiner Weise pathologisch oder sonst wie wäre. Was nicht heißt, dass alles akzeptiert wird. Aber dass alles unter der Prämisse angeguckt wird, es kann sich nur um anerkennenswerte Kompetenz, egal was es ist, handeln. Allerdings wofür? Na, möglicherweise für bestimmte Bedürfnisse. Die müssen wir dann mit den Leuten zusammen übersetzen. Beispielsweise auch, wenn jemand kommt mit einem Burnout. Diese Zeichen, die Ihr Körper Ihnen schickt und Ihre psychische Verfassung im Moment als Feedback, für welche anerkennenswerten Bedürfnisse wäre das ein Feedback? Weil die Symptome werden hier immer behandelt als Wissen, als kompetentes Wissen über Mangel, damit aber auch ein Wissen über das, was man braucht. Das müssen wir natürlich übersetzen. Zeitlich kann ich das jetzt nicht Ihnen erläutern, aber so geht es da ständig in diese Richtung. Also alle Symptome sind Feedback-Kompetenz. Da sind wir in ständigem Gegensatz zur Mainstream-Therapie-Richtung. Das muss man sich klar machen. Was für uns natürlich auf eine Art mehr Arbeit bedeutet, weil wir dann zum Beispiel den Klienten anbieten müssen, wir müssen mit der Pathologiediagnose arbeiten, sonst kriegen sie nichts bezahlt. Also ich sage den Leuten dann immer, aber gucken Sie, für uns sagt es für Sie gar nichts aus. Höchstens so, wie wenn man sagen würde, oder würden Sie sich beschrieben fühlen, wenn Sie in der Klinik wären mit einer Gallenblasenoperation und dann würde jemand kommen und sagen, Sie sind die Galle von Nummer 7? Sicher auch nicht. Und so ist es bei uns mit diesen Pathologiediagnosen. Das ist ein kleiner Ausschnitt und wir laden Sie ein zum großen Spektrum. Wo gab es schon mal andere hilfreiche Prozesse? Was wäre heute ein hilfreicher Prozess? Wie können wir die Symptome übersetzen als Kompetenz für Bedürfnisse? Wie könnten wir den Bedürfnissen gerecht werden und so weiter? Nun, in der Kooperation haben nicht nur die Klienten Bedürfnisse, auch die Therapeuten. Das ist eine Kooperationspartnerschaft, Kybernetik zweiter Ordnung. Wir müssen also auch die Bedürfnisse des Teams, der Klinik und der Therapeuten generell, der ganzen Organisation berücksichtigen, sonst läuft es nicht so. Die werden aber niemals den Klienten gegenüber so im Sinne, Sie machen oder Sie brauchen oder merken Sie eigentlich, dass Sie nicht X, Y, Z und so weiter, sondern für Sie, was Sie brauchen, was Sie tun, ist es völlig in Ordnung aus Ihrer Sicht. Wir brauchen X, Y, Z. Wie können wir zusammenkommen, wenn wir kooperieren wollen? Damit wir mit Ihnen kooperieren können, brauchen wir das und das und das. Sonst können wir nicht mit Ihnen kooperieren, wollen das aber. Können wir Sie unterstützen dabei, dass wir das von Ihnen bekommen? Sonst müssten wir handeln und Sie beispielsweise, wenn jemand suizidale Ideen hätte oder sonst irgendwie massive selbstdestruktive Sachen, dann müssten wir ihn, das ist ein ganz offener Rahmen hier, in eine Psychiatrie einweisen. Das wird ganz klar ausgehandelt mit den Leuten, auch bei Medikamentengabe. Wenn zum Beispiel jemand unbedingt Medikamenten will, dann verhandeln wir das mit ihm, dann kann er sie auch haben. Wenn er sie nicht will und wir haben aber das Gefühl, obwohl wir gar nicht bevorzugt von uns aus mit Medikamenten arbeiten, wir bräuchten das welche, dann wird das mit den Leuten transparent, aber in Ich-Botschaften. Ich in meiner Rolle als Arzt, in meiner Verantwortung hier, habe den Eindruck, ich muss Ihnen empfehlen, so und so und so, weil ich den Eindruck habe, zurzeit kriegen Sie Ihre Kompetenzen, die wir brauchen, da für die und die Ziele, nicht aktiviert aus sich heraus. Wenn wir mit Ihnen arbeiten wollen, brauchen wir das. Sonst müssen wir Sie weiterverweisen, das wollen wir aber nicht. Wie sieht es aus? Da kriegen wir ganz transparente Kommunikationsformen in Ich-Botschaften. Und so weiter und so weiter. Alles immer mit Kontextbezug zu, in welchen Kontexten haben Ihre Symptome, sind die aufgeflackert sozusagen, welche inneren Prozesse tragen dazu bei und welche Außenreize tragen dazu bei. Mehr will ich jetzt zu diesen
Produkten von uns nicht sagen. Vielleicht noch eins, dass das natürlich diese Kooperationspartnerschaft dazu geführt hat, dass selbst bei der Planung des Baus hier wir erstmal natürlich das gesamte Team einbezogen haben, aber auch die Klienten. Das war für den Abendarchitekten, für den Rainer Schrömpel, sicherlich nicht immer einfach. Wir haben es aber vorher schon abgesprochen gehabt, dass die Klienten dann eingeladen wurden, die halt da waren. Was würden Sie denn sagen, wie Sie den Neubau, also als wir erweitert haben, empfehlenswert fände, was sollte man beachten und was nicht? Ich weiß nicht, wie oft du den eigentlich umgeschrieben hast, den Plan, aber sicher einige Male. Hä? Auf jeden Fall ist alles, was an Anregung kam, eingeflossen. Aber dafür muss man die halt fragen. Ne? Und die wurden gefragt und genauso die Klienten. Selbst bei der Auswahl der neuen Mitarbeiter, als wir Mitarbeitervorstellungstage, wo auch das ganze Team, also als wir das erweitert hatten, als wir das gemacht haben, hatten wir in einer Runde auch extra Klienten eingeladen, die hier waren, dass sie mit den neuen sich bewerbenden Mitarbeitern kommunizieren, damit die mitkriegen, wie hier ein Therapeut sich verhalten sollte, dass er kundenorientiert wertgeschätzt werden kann von den Klienten. Das hat, mit einem habe ich mal geredet von den Bewerbern, der sich dann doch überlegt hat, nicht zu kommen, hat dazu geführt, dass dann doch eine gewisse Nachdenklichkeit bei Leuten, die aus den üblichen Klinikstrukturen kamen, waren, das wäre ihm doch zu heiß, dass man da so exponiert den Klientenrückmeldungen gegenüber wäre. Okay. Ja, wenn wir das noch vielleicht einen Punkt, all das mündet ein in Steuerfähigkeit, die wir anstreben mit den Leuten, damit sie mit den unterschiedlichsten Kontexten halt wieder mit sich re-erinnern können an ihre Kompetenzen, mit denen sie dann antworten können. Und dafür wird natürlich auch jeder Beitrag, auch sogenannter Widerstand hier, was man typischerweise kennt, der klientische Widerstand oder sowas, das gibt es hier nicht, außer in anerkennenswerter Weise. Wenn jemand im Widerstand ist, ist es ein Zeichen von Kompetenz, dass er was anderes braucht. Und das muss miteinander übersetzt werden. Ich will das jetzt gar nicht weiterführen so, sondern dann eben jetzt in die, vielleicht kurz in die Umweltbedingungen der Organisation kommen und dann zu denen, wie wir das umsetzen oder versuchen umzusetzen. Umweltbedingungen, die wir haben, Stakeholder von außen, zum Beispiel Gesetzgeber, Rahmenbedingungen und so weiter, die wir zu beachten haben. Das sind sozusagen die größeren Kontexte, mit denen wir uns rumzuschlagen haben, könnte man natürlich sagen. Das machen wir noch. Ah, Entschuldigung. Die mache ich jetzt so. Ah, es tut mir leid. Okay. Ne, nicht ganz, aber ein bisschen. Umweltbedingungen, mit denen wir uns rumzuschlagen haben, sind zum Beispiel gesetzliche Regelungen, die zeigen, und das hat für unsere Organisation eminente Herausforderungen immer wieder, jeden Tag, letztendlich in einer Klinik, noch immer ist es so, haben die Ärzte das Primat, die hierarchisch höchste Position. Das ist eben vom Gesetzgeber so geregelt, dass letztendlich die Verantwortung bei den Ärzten liegt, also bei mir als ärztlichen Direktor, bei den Chefärztinnen, die wir haben, bei deren Stellvertreter und so weiter. Das heißt, es wird von der gesetzlichen Regelung her ganz klar letztlich eine hierarchische Gliederung erwartet, wo dann alles andere, was hier an Beiträgen anderer Mitarbeiter kommt, nachgeordnet wird. Und das ist auch die typische Regelung in jeder Klinik, die Sie wahrscheinlich sonst kennen. Da geht es top-down und zwar ohne große Verhandlung oft, so in der Weise. Das entspricht genau nicht dem, was wir hier machen wollen. Denn wenn wir aus diesem Denken heraus die ganzen Kompetenzen, die die Mitarbeiter mitbringen, in Synergie zusammenführen wollen, dann müssen auf einer Ebene mindestens alle gleichrangig in ihren wertvollen Beiträgen geachtet werden. Das können Sie wieder bei den Therapien bei den Leuten sehen, wenn wir mit deren verschiedenen Seiten arbeiten. Wenn jemand Probleme kriegt, dann kriegt er die unter anderem dadurch, dass bestimmte widersprüchliche Strebungen in ihm da sind, die dann aber teilweise abgewertet werden und zu gnadenlosen inneren destruktiven Kämpfen kommt. Lösung ist typischerweise bei uns immer damit verbunden, dass wir die Leute unterstützen, eine koordinierende, steuernde Metaposition aufzubauen, in der sie die bleibenden Widersprüchlichkeiten und Unterschiede ihrer Teilbereiche, die ja Netzwerke aus unterschiedlichen Kontexten darstellen, in einer zieldienlichen Synergie zusammenführen können. Genau das Gleiche müssen wir natürlich in unseren Teams machen. Da stehen sofort die hierarchischen Rahmenbedingungen dagegen, mit denen wir uns rumzuschlagen haben. Also können wir sagen, das gilt aber im Übrigen für jede Organisation, die Gesundheitsmanagement machen will,
Aus meiner Sicht ist die immer schon mit der herausragenden Aufgabe eines Ambivalenzmanagements zu betrauen. Warum? Weil die Interessen einer Organisation an sich müssen keineswegs die gesundheitsförderlichen Interessen der Mitarbeiter berücksichtigen. Vielfach ist es oft noch als Widerspruch erlebt. Und wo wird dann die Priorität gesetzt? Natürlich auf den Bedürfnissen der Organisation, und die Gesundheitsmanagementbedürfnisse werden nachrangig behandelt. Und immer dann, wenn es eng wird, wenn eine Krise kommt, sehen Sie das ja sowieso daran, was zuerst gestrichen wird, typischerweise. Ne? Das müsste kein Widerspruch sein, und ich hoffe, in 20 Jahren ist es anders, aber es könnte einer sein. Bei uns kommen noch weitere Widersprüche dazu, weil wir eben, wenn wir jetzt unsere Vorstellungen einer gleichrangigeren Teamorganisation umsetzen wollen, ständig Lösungsversuche machen müssen, die diese Widersprüchlichkeit, in der wir nicht rauskommen, die einfach drin bleibt, wie wir die einigermaßen gut managen können. Das müssen wir jetzt mit mit berücksichtigen. Damit verbunden, was ich vorhin schon genannt habe, diese Pathologisierungssachen und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir hier in der Klinikorganisation dementsprechende Aspekte zu beachten, die aus unserer Sicht wichtig sind und die teilweise auch schon wieder nicht unbedingt in jeder Organisation umsetzbar sind. Und wenn ja, dann eben nur teilweise oder zu Widersprüchen führen. Je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist, sie kann nicht zwingen, aber sie ist eine Einladungskraft dafür, dass bestimmte Netzwerke auffahren. Wenn in einer Organisation zum Beispiel mit Intransparenz, mit womöglich Druck, mit Drohung, mit Unsicherheit, mit Angst, mit Abwertung operiert wird, da und dort soll es noch, wie ich gelesen habe, Organisationen geben, in denen das stattfinden sollte. Ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommt, aber das habe ich halt so gelesen. Dann aktiviert es bei den Mitarbeitern, können Sie hirnphysiologische heute gut nachweisen, praktisch genau die Netzwerke, die inkompetenter machen. Unter solchen Umständen werden die Mitarbeiter schlicht ein bisschen dümmer. Ist ja nicht so schlimm vielleicht, aber man sollte es wenigstens erwähnen. Ne? So, unter diesen Umständen. Das heißt, wir brauchen andere Rahmenbedingungen, die praktisch dann so quasi, wenn Sie zum Beispiel Leistungsfähigkeit, Leistungsmöglichkeit und Leistungsbereitschaft verbinden wollen, die dann dazu führen, dass dann überhaupt die Kompetenzen, die da sind, aktiviert werden können. Zum Beispiel, und das kann für eine Organisation schon ein Doppelbein sein, eine Zwickmühle, ist es immer wichtig, das sagt heute praktisch jede neurobiologische Forschung, auch die Polyvagaltheorie und anderes von Stephen Porges, das Wichtigste für Lebewesen ist Sicherheit. Sicherheit in der Beziehung, Sicherheit in der Art, wie sie die Welt anschauen können, Orientierung, Transparenz, sich einbezogen fühlen können, so in der Art, eine Rollen- und Aufgabenklarheit und natürlich vor allen Dingen auch eine Wertschätzung der eigenen speziellen Beiträge und also praktisch Würdigung der Einzigartigkeit, der Besonderheit der Person und das Erleben von Verbundenheit. Na, wenn Sie gucken, das allein schon ist für eine Organisation ein Drahtseilakt, weil eine Organisation kann nicht unbedingt die Sicherheit zusichern, weil das ja nicht nur von ihr abhängig ist, sondern wirtschaftlichen Erfolg und so weiter und so weiter. Also müssen wir da immer relative Lösungen suchen. Genauso sowas wie Selbstwirksamkeit und Handlungsmöglichkeiten, Gestaltungsräume, autonome Wahlmöglichkeiten innerhalb der Organisation, Selbstdefinition der eigenen Realität, aber auch ein wohltuendes Gefordertsein. Also nicht nur schonen. Schon Felix von Kube hat ja davon geredet, fordern statt verwöhnen. So. Wenn man dann auch so ein paar Sachen aus der Hirnforschung nimmt, zum Beispiel vom David Rock, das sogenannte SCARF-Modell, das sich eben auch auf bildgebende Verfahrensergebnisse bezieht von Naomi Eisenberger und sonst wo, dann weist er immer darauf hin, das müsste auch unbedingt berücksichtigt sein für optimale gesundheits- und kompetenzförderliche Sachen. Status, Sicherheit haben wir schon gehabt, Autonomie, Bezogenheit und Fairness. Fairness ist auch wichtig. Nun, Fairness ist ein subjektiv erlebbarer Begriff. Was heißt das wieder? Das müssen wir jetzt alles mal austarieren. So, praktisch heißt es für uns, in unserer Rolle als Geschäftsführung, könnte man sagen, könnten wir uns als Organisationsbeauftragte oder Organisationsunterstützer für Selbstorganisation verstehen, die Wertschätzung, Fokussierung auf Erfolgsmuster bei den Leuten, eine Kompetenzfokussierung, dass ihre Kompetenzen geachtet werden, unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen, die wir außen haben,
eine Zielgestaltung auch miteinander, mit optimaler Selbstwirksamkeit der Beteiligung und eine Ermutigung, Neugier, Forscherfreude bringen. Das setzt natürlich voraus, dass man auf eine bestimmte Art damit angeht, wenn es sogenannte Fehler geben könnte. Also Sachen, die nicht gut laufen. Ich komme dann gleich in der Praxis drauf, was das bei uns heißt. Ich will nur mal die Schwerpunkte kurz erläutern und dann werde ich noch eingehen auf die praktischen Umsetzungsversuche. Ich sage extra Versuche, weil das ist nie fertig und das finde ich auch gut so bei uns, die wir aus diesen Überlegungen ableiten. Sind Sie noch dabei? Ist das einigermaßen nachvollziehbar für Sie? Gut. Können Sie gern haben, ja, klar. So, Zielentwicklung, Kommunikationsfähigkeit, klar, natürlich. Und eine bedürfnisorientierte und bedürfnisfokussierende Feedbackkultur. So, ja, das will ich jetzt erläutern. Das heißt denn, das kriegen Sie dann aber wie gesagt alles mit. Ich will auch das, was wir praktisch daraus machen. So, und deswegen mache ich das jetzt relativ schnell. Ich hoffe, es ist so erträglich für Sie. Unter diesen Umständen ist praktisch jede Organisationsform hier, das gilt aber natürlich für jede Teamentwicklung oder sonstige Organisationsform, wenn man hypnosystemisch dran geht, und wir wollen natürlich quasi selbstrückbezüglich unsere Organisation nach hypnosystemischen, kompetenzfokussierenden Prinzipien aufbauen und immer wieder reorientieren, dass das im Grunde genommen eine völlig zweitrangige Frage ist, wie ist das System bisher organisiert? Diese Frage ist völlig zweitrangig. Die erstrangige Frage, wenn alles Erleben Aufmerksamkeitsfokussierung ist, dann ist es natürlich immer abzuklären, wofür, nicht warum, wofür machen wir das hier? Für welche Ziele treten wir an? Für welche Ziele brauchen wir dabei welche Prinzipien der Organisation? Deswegen muss immer der Zielprozess, das Wofür in die Mitte, das ist sozusagen der sinnstiftende Rahmen. Ich habe da irgendwann da mal dafür in so einer Diskussion, wo es um Hierarchie hier ging, auch so gesagt, ich bin ja hier als Geschäftsführer und Mitgesellschafter und so weiter, ein sogenannter ärztlicher Direktor, der gleichzeitig der Stellvertreter der Chefärztin ist, da so, und habe ich gesagt, aber ich bin hier nicht der Vorgesetzte. Ich übernehme eine Rolle, aber der eigentliche Vorgesetzte ist das, was ich dann das sogenannte Systelius-Wesen nannte. Das Systelius-Wesen ist praktisch der Zielbereich, für den wir hier zusammenwirken. Aus dieser übergeordneten höheren Zielvariable entsteht die Verpflichtung für mich, meine Rolle dementsprechend zu machen. Das führte unter anderem dazu, dass wir zum Beispiel noch kein Geld rausgenommen haben aus diesem ganzen Unternehmen seit 6-7 Jahren, damit die Liquidität bei diesen Erweiterungsmaßnahmen sind. Das ist also nicht Profit das erste Ziel, sondern die Organisation dieser Werthaltung. Ja? Für das, was ich vorhin halt in geraffter Kurzform machen wollte, nämlich für die Unterstützung von Menschen, damit sie in einer gleichrangig gewürdigten Weise auf Augenhöhe wieder Kontakt zu ihren Autonomie-, Selbstwirksamkeitskompetenzen kommen und das in einer achtungsvollen Partnerschaft, koevolutionäre, koexistenzielle Kooperation bei unterschiedlich bleibenden Kulturen, sozusagen. Das wäre das Hauptziel. Ja? War das jetzt salopp verstehbar? Das ist das Ziel. Und dafür das zusätzliche Ziel, dass alle Prinzipien der Organisation genau darauf abzustimmen sind. Deswegen geht es nicht einfach so, dass hier der Geschäftsführer irgendwas quatscht und die anderen haben das zu sagen. Der kann was sagen und ich sage viel, die Mechthild noch mehr. Aber das muss immer geprüft werden und steht immer zur Disposition hier. Dafür, ob es diesen übergeordneten Zielen dient. Und es gibt sehr schöne Beispiele, also schön war das für mich jetzt zum Beispiel nicht immer, wenn bei mir mal der sogenannte Gaul durchging und ich dann, was ich ja den ganzen Tag predigt, dass man es anders machen soll, so kommuniziert habe, dass es als abwertend erlebt werden hätte können, sagen wir es mal so, dann kriege ich einen vor der Latz aus dem Team, dass die Ohren wackeln und sage, aha, nicht immer. Anspruch und Wirklichkeit hier. Ich habe mal irgendwann in meiner unvorsichtigen Art die Unterscheidung zwischen deklamiertem Leben und gelebtem Leben hier angeboten. Das kommt einem jetzt zurück wie der Boomerang. So, dass er sagt, haha, deklamiertes Leben ist schon recht, aber gelebtes Leben und bumm. Und dann ist es eine ganz entscheidende Sache, wie ich darauf reagiere. Wenn ich dann sage, ist doch mir egal, ich bin ja der Geschäftsführer, vernichte ich in einem Satz die Kulturentwicklung von 2 Jahren. Da bin ich sicher.
Das haben wir schon, erlebe ich ja in vielen anderen Teams auch so oder sowas in der Art. Und das ist eine unglaubliche, eine ständige, reizvolle Herausforderung. Weil selbstverständlich hat man alle möglichen Strebungen. Aber da hat man viel Trainingschance, dann selber für sich zu überlegen, hey, will ich jetzt meinen Impulsen folgen oder will ich sie, was hier Kulturgut ist, da komme ich jetzt gleich drauf, erstmal übersetzen als Aussage über mich, nicht über die. Selbst wenn ich denke, die blöde Kuh, ich könnte doch eine reinhauen, ist es autopoetisch gesprochen nur eine poetische Umschreibung meiner Bedürfnisse. Das muss hier konsequent umgesetzt werden, sonst kann die Kultur nicht laufen. Und wenn ich das mal nicht mache, dann kriege ich tatkräftige Rückmeldungen. Die Klienten übrigens glauben das am Anfang nicht, viele jedenfalls, und dann gehen die durchs Haus und prüfen das kritisch, hören wir immer wieder. Und ich habe schon von vielen Klienten gehört, wissen Sie, das fand ich alles Geschwafel, schönfärberisches Honig um den Bart schmieren, idealistisches Gequatsche, aber jetzt glaube ich es, wie kommen Sie drauf? Ja, jetzt habe ich auch die Putzfrau gefragt. Und nachdem die mir gesagt habe, klar geht's bei uns so zu, was glauben Sie, wie ich dem Schmidt vor kurzem eine reingehauen habe, wo er wieder nicht aufgeräumt hat, da habe ich es geglaubt. So in der Form. Also diese Rückmeldeschleifen müssen über alles gehen. Ich überspringe das jetzt gleich ein bisschen oder mache es ganz schnell. Was brauchen wir für Zieldienlichkeit? Entsprechende Entscheidungsregeln, da komme ich gleich drauf. Zielentwicklungsprozesse und Zielkommunikation. Die ganzen Entwicklungsschritte zum Ziel. Die Rollen- und Aufgabendefinitionen und so weiter, die Koordination der Nahtstellen zwischen den Teams, Absprache- und Bilanzziehungsregelung in solchen Teams. Macht man immer tolle Sache und hinterher weiß kaum noch jemand, was besprochen wurde. Also brauchen wir Erinnerungsrituale und so weiter. Viele, viele Wertschätzungs- und Förderungsrituale. Und dann natürlich Umgang mit der Außenwelt. Umgang auch damit, wie die Leute selber von der Mitarbeiter an Bedürfnissen kommuniziere, Konfliktmanagementsregeln, wie man Fehler, wie denen umgeht und natürlich auch die Optimierung der inneren Prozesse der Beteiligten im Team, was beispielsweise schon dazu geführt hat. Und für mich ist das eigentlich, muss ich sagen, eine der berührendsten und schönsten Art der Bestätigung dieser Vision, die mich geleitet hat. Jetzt, ich rede es nur mal für mich, die Mechthild hat diese Vision hier in viel engagierterer Weise in der Praxis umgesetzt, weil die viel häufiger hier ist als ich. Aber da sind wir praktisch auf einer Visionsebene so. Aber mich hat es ja 30 Jahre bald geleitet. Und eine der schönsten Bestätigungen, dass es geht und dass es wirklich konkurrent stimmig läuft, ist zum Beispiel für mich, dass in der Zwischenzeit, in den letzten Jahren, schon 4 oder 5 der Mitarbeiter hier, deren Anführungszeichen Vorgesetzter ich ja bin, an einer Seite, von sich aus, ohne dass ich überhaupt was gewusst hätte, zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob ich nicht mit ihnen eine Beratung mache oder eine Coaching, weil sie gerade mit irgendwas in Not sind. Das würden die natürlich niemals machen, wenn sie nicht ganz genau wissen, das wird niemals gegen sie verwendet und wird immer als Zeichen ihrer anerkennenswerten Kompetenz gewürdigt, die sie aufwertet und nicht abwertet und die ihnen hier überhaupt keine Nachteile bringt, weil es damit ein Ausdruck davon ist, dass sie bei sich merken, ich habe einen Bedarf und verantwortungsbewusst bringe ich den in Kommunikation. Und da ist natürlich wieder sowas, wenn das nicht in dieser entsprechenden konsequenten Art behandelt wird, das zerstört die Kultur in kürzester Zeit. Es ist überhaupt nicht, dass ich das anstrebe, natürlich diese Rollen, könnte man auch sagen, Konfusion, aber wenn man es entsprechend macht auf einer bestimmten Ebene, ist es überhaupt keine Konfusion, sondern sehr klar trennbar. Aber wenn es von den Leuten von sich aus kommt, für mich ist das eine Bestätigung, die kongruente Vermittlung oder miteinander aktive Aufbaumöglichkeit hier, die ist gelungen. Ich finde diese ganzen Punkte sehr interessant. Mich würde sehr interessieren, und vielleicht hast du das geplant zu sagen, was du davon in welchen Settings machst, was formalisiert wird und was einfach Kulturgut wird. Das irgendwie getragen ist. Das habe ich jetzt als nächstes Ding, wollte ich gerade noch so, da komme ich drauf dann so und dann machen wir halt immer wieder einen Bezug da dazu. Aber das ist ganz klar. Das ist jetzt noch abstrakt, das muss jetzt kondensiert werden in konkrete Strukturen, Verhaltenssachen und so weiter. Aber erstmal so in diese Richtung. Also nochmal, ich würde nicht anstreben oder das jetzt propagieren oder das sinnvoll finde, dass man jetzt da die Mitarbeiter einlädt, dass die, erstmal hätte ich gar nicht immer die Zeit dazu, darum geht es auch gar nicht. Und das ist auch natürlich immer nur eine vorübergehende, kurzfristige Interventionslösung. Aber dass es überhaupt stattfindet, und genauso natürlich bei der Mechthild noch mehr als bei mir, zeigt hier, das machen die Leute doch nur,
wenn sie getestet haben, zum Teil über Jahre getestet haben, ist das, was die sagen, Deklamation oder ist es tatsächlich verlässlich, tragfähig gelebtes Leben? Und das ist deswegen, warum es mich so freut und berührt und so in der Art, auch wenn es mich manchmal zeitlich in Schwierigkeiten bringt. So. Ja, jetzt gucken wir mal, was das jetzt heißt. Also, konkret, ich versuche es jetzt mal in kondensierte Strukturen zu bringen. Die Geschäftsführung, das sind wir jetzt beide halt so, wir haben einen dritten Gesellschafter, der aber im operativen Geschäft nicht mitwirkt, der ist noch woanders, Chefarzt auch so, und der ist dann halt auf der Gesellschafterebene mit einbezogen. Wir als Geschäftsführung müssen kontinuierlich, das ist eine Sache, die dann in der Praxis auch ständig so praktiziert wird, ganz transparent in Ich-Botschaften. Nicht so ist es hier, sondern wir haben überlegt, wir machen und so weiter, wir schlagen vor, wir haben die und die Sachen, alle relevanten Informationen an die Mitarbeiter geben. Transparenz, absolute Transparenz. Es gibt hier praktisch so gut wie gar keinen Prozess. Selbst als wir in der Gesellschafterebene mal Streit miteinander hatten, es wird alles transparent hier. Das kriegen die Leute ja sowieso mit, die sind ja nicht blöd. Aber dann wird es gleich transparent gemacht und dann kann es in Kommunikation kommen, anstatt exkommuniziert zu sein, was typischerweise zu destruktiven Untergrunddynamiken führt. Und dann können wir damit verhandeln. Wir haben dafür sogar, das machen wir zurzeit nicht, aber ich habe mir gerade gestern gedacht, Mechthild, das sollte man nochmal überlegen, ob wir das nochmal wieder machen könnten, haben wir oft öffentliche Gesellschaftersitzungen gemacht, wo jeder, der hier Zeit gerade hatte im Team, dazukommen konnte, das zum Teil kommentiert hat, zum Teil neue Ideen mitgebracht hat und so weiter und die gesamten Entscheidungsprozesse mitgekriegt hat. Ich würde nicht sagen, dass man das in anderen Institutionen oder Organisationen so machen müsste. Das ist natürlich maßgeschneidert, ist auf unsere Ziele, weil Produkte, die wir an den Klienten, mit den Klienten entwickeln wollen, selbstverständlich hier dann sowas auch erfordern, völlige Transparenz aus unserer Sicht. Aber bei uns wird es so gemacht. Dabei muss natürlich ganz verständlich für alle auch definiert werden, was bei diesen Dingen, weil das ist ja keine Demokratie, das sollte man sich immer klar machen. Das ist ein Organisationssystem mit Restriktionen, auch mit bestimmten Verantwortlichkeiten und Risiken. Wir tragen das wirtschaftliche Risiko. Wenn diese Klinik bankrott gehen würde, dann halten nur wir die Köpfe hin und niemand sonst. Und das allein schon kann keine demokratische Entwicklung bringen. Aber selbstverständlich, wenn wir die wollten, die Banken wären da nicht so dafür. Wenn wir demokratisch abstimmen würden, ob man die Tilgung jetzt aussetzt und die Zinsen mal 3 Jahre nicht zahle, das würden die sehr honorieren, dass wir da autonom unterwegs sind, aber das würde nicht ausbleiben, dass wir da Folgen haben. Also haben wir Restriktionen. Jede Menge Restriktionen, die kommen entweder von außen oder wir entscheiden, dies und dies ist eine Restriktion. In unserer Rolle verantwortlich, das kann man anders sehen, aber dann muss von uns die Verantwortung übernommen werden, klar zu unterscheiden in der Kommunikation. Dies und dies ist eine Überlegung von uns, die ist aber als Restriktion zu werden. Das heißt, die wird gemacht. Es geht nicht um das Ob, sondern höchstens um das Wie. Das machen vielleicht, ich weiß nicht, 5%, wie du es einschätzen würdest, Mechthild, 5% der Entscheidungen aus oder 10, ich würde ja sagen 5. Aber der größte Teil, weit über 90%, wird verhandelbar. Wir haben die und die Idee, das und das und das. Zum Beispiel ist eine Restriktion, an der nicht verhandelt wird, dass hier hypnosystemisch, kompetenzorientiert gearbeitet wird und nicht irgendwie defizitorientiert in einer Weise. Wenn jemand das macht, dann wird er aber nicht fertig gemacht. Aber er kriegt Rückmeldungen. Das müssen wir gar nicht mehr machen, weil in der Zwischenzeit das Team in Selbstorganisation so intensiv darauf ausgerichtet ist, weil sie das selber immer halt erleben, wie hilfreich, wirksam und auch erleichternd für beide Seiten das ist, wenn man in wertschätzender Weise so kompetenzorientiert arbeitet, dass dann sofort die Rückmeldungen untereinander laufen und hey, das war jetzt aus meiner Sicht zu defizitorientiert, hier hast du in Du-Botschaften über jemand geredet, über jemand, wo das Ziel her immer ist, transparente Ich-Botschaften auf Augenhöhe mit jemand, das wird in ständigen, da brauchen wir auch gar keine, für das brauchen wir praktisch heute hier keine institutionalisierten Feedback- oder Intervisionsrunden, obwohl wir die auch haben, weil das läuft schon immer in kurzen Rückmeldeschleifen untereinander bei diesen Teams. Na klar. Was ich dabei spannend finde, ist, dass diese Prozesse immer feiner werden und dass das, was als Restriktion erlebt werden könnte, sich damit auch ändert. Also es gibt in meiner Wahrnehmung immer mehr Mitarbeiter, die auch merken, dass das, was sie oft denken, dass die Leute, die halt gemerkt haben, dass sie
wenig Möglichkeiten haben, gegen was zu sein, dann auch in die Erfahrung kommt, dass ihnen was fehlt. Können Sie es nachvollziehen? Dann wird dann auf der anderen Ebene plötzlich etwas als Restriktion fast wie aufgebaut, wo andere wieder sagen, wieso denn das? Sei doch froh, dass es endlich mal klare Bedingungen gibt. Also die Sehnsuchtsmuster, Erlebensnetzwerke, die sind auch immer wieder, die verändern sich ja unterwegs. Und wenn dann aber jemand merken würde, dass das, was wir dann vielleicht mal als Setzung machen, für die einen ganz wohltuend erlebbar wird und andere dann sagen, du liebe Güte, jetzt kommen sie ja doch mit ihren Restriktionen, dann gibt es da untereinander durchaus Dissens. Und das macht dann wiederum etwas, dass sie dann plötzlich bei sich anfangen, ja, du liebe Güte, was will ich denn jetzt eigentlich von dieser Institution an dieser Stelle? Sehne ich mich nicht mit einer Ecke meiner selbst nach immer mehr Sicherheit und Klarheit und Vorgaben? Weil das haben wir ja alle gelernt. Und andere wieder, ich würde nicht sagen, dass die weiter wären, aber die sind schon leicht so ein bisschen sehnsüchtiger in anderen Erlebnisnetzwerken zu Hause. Die sagen, seid doch froh, dass wir das so wenig wie möglich haben und so viel wie möglich das andere. Und da gibt es dann schon jetzt immer mehr Intervisionsbedarf, wo die das dann untereinander aber auch aushandeln, wie die einen das so erleben, ein und das gleiche vermeintliche Gesetzte oder Restriktive, wo die anderen sagen, für mich ist das gerade keine Restriktion, sondern alles andere. Ja, es ist halt eben so, das sollte man sich klar machen, gerade diese konstruktivistischen Denkweisen, die wir hier versuchen umzusetzen, die sind natürlich für manche Leute auch irritierend. Weil wenn ich aufgewachsen bin in einer Kultur, wo so ist es, halt die Klappe, friss Vogel oder stirb, richtig, falsch und so weiter, mit autoritären Strukturen, die mich vielleicht unterdrückt haben, aber mir auch Sicherheit und Orientierung gegeben haben. Und jetzt plötzlich, damit verbunden natürlich auch Selbstverantwortlichkeitsdelegation nach außen, in die Fremdverantwortlichkeit. Und jetzt plötzlich kommt jemand und sagt, ja, was meinst du dazu? Und du und du und du? Und wie, was? Und ich meinen, soll ich auch noch was? Und wenn ich es meine und ich sage es, na, was habe ich denn früher erlebt? Ich kriege auf die Mütze. Besser, ich meine gar nichts und ich merke nichts. Das ist oft für gerade, also für die Leute aus den therapeutischen Kulturen, nicht so arg auf den ersten Blick, aber da gab es auch jede Menge Leute, sogar die bei mir schon in Heidelberg oder sonst wo über Jahre zum Teil hypnosystemische, kompetenzorientierte Konzepte gelernt haben und begeistert davon waren, die hierher gedrängt waren, gedrängt sind. Wenn sie da waren, gingen sie durch eine Phase von Desorientierung und Verwirrung und haben sich dann plötzlich wieder auf die alten Rollenstrukturen beim Klienten X ist es so und ich weiß, was der braucht, zurückgezogen. Was natürlich dann nicht abgewertet wird oder sowas, sondern eben auch hier wieder klar rückgemeldet wird, hör mal, so wollen wir hier nicht arbeiten, aber wenn du es machst, ist es doch ein anerkennenswerter Bedarf, der sich damit meldet. Wie können wir den übersetzen und so weiter? So geht es in die Verhandlung und so kommt allmählich praktisch das wieder reintegrieren in die Kultur zurück. Aber das ist ganz klar, hat Auswirkungen. Wir hatten sogar, aber das weißt du besser, Mechthild, auch Auswirkungen nach außen, deswegen habe gerade, wo ich das wieder so vorbereitet habe, gedacht, das sollte man vielleicht auch mal wieder machen oder sowas, auch so ein Angehörigen-Meeting oder so. Warum? Es gab vor Jahren, du kannst es sicher besser erzählen, mal eine oder zwei Putzfrauen, die eigentlich gern hier gearbeitet haben, so war mein Verständnis, gesagt haben, sie können hier nicht mehr arbeiten oder so. So korrigiere mich so. Weil sie dann, wieso wollen sie hier nicht arbeiten? Es gefällt ihnen doch. Ja, aber es geht nicht. Schließlich stellte sich raus, ihre Männer haben gesagt, da gehe ich mal nicht mehr hin. Warum? Ja, nachdem die da nach 2 Jahren Test endlich das Gefühl hatte, da wird man ernst genommen in seiner Meinung, dann sage ich sie halt, dann hat es halt nicht an der Tür der Klinik aufgehört. Das ist ja das Dumme, das sickert durch ins Privatleben und damit hat man dann kulturelle Herausforderungen zu Hause. Was genau übrigens hypnosystemische Konzepte bestätigt, dass es nicht daran liegt, dass man keine Kompetenzen hat, sondern dass es unbewusste Hochrechnungen gibt, was man sich einhandeln würde in Außenkontexte, wenn man seine Kompetenzen nutzen würde. So brauchen wir immer sowieso Ambivalenzmanagement, was die Ziele angeht. Das hatte man da auch, aber vielleicht weißt du das noch, erinnerst du dich besser, wie das dann war? Das Interessante war, das habe ich vorhin in der einen Gruppe auch ein bisschen erzählt. Wir hatten Leute, die am Anfang hierher kamen, also gerade in Haus 1, wo sie ja jetzt auch vorhin war, die dann gesagt haben, eigentlich fühle ich mich hier wohler als zu Hause. Und damit ein Wechsel stattgefunden hat, dass sie vorher gerne gearbeitet haben, aber dann lieber nach Hause gingen. Und dass genau dieses Muster sich umdrehte. Sie waren lieber hier und gingen, naja, dann musste ich mal irgendwann nach Hause gehen. Und das hat aber viele ins Grübeln gebracht. Was sind denn hier für Muster,
als gelebtes Leben schon da, die meinem Organismus als Mitarbeiterin so gut tun, dass ich das hier als Private erlebe, als das, was ich zu Hause erlebe. Das ist schon interessant. Das ist schon abgefahren. Und das heißt natürlich, wir müssen letztlich dann auch die Angehörigen bei sowas einbeziehen, dass das nicht als Bedrohung erlebt wird, sondern möglicherweise zu einer Bereicherung über dieses System hier hinaus. Das ist aber nicht selbstverständlich und auch nicht garantierbar. Ja, Und vorhin habe ich das auch in der Eigengruppe ein bisschen erzählt, das finde ich, gehört auch gerade mit schön rein. Also gerade die Serviceleute, die Küchenleute, die ja hier so arbeiten und mit diesen eher therapeutisch-coaching-mäßigen, konstruktivistischen Ideen, wie sie ja zum Teil unter den Nullahnung haben, wie die das aber trotzdem hier erleben als erlebtes Leben. Also stellen Sie sich vor, am Anfang war das auch schon so, die Mitarbeiter können hier umsonst mitessen und es ist eine Fülle von Essen da. Und ich werde es nie vergessen, da kam eine Mitarbeiterin relativ neu, die vorher in anderen Kontexten gearbeitet hat, mit ihrer Tupperdose und hat es mitgenommen, das Essen, weil sie dann gesagt hat, oh, da kann ich noch mal gleich meine ganze Familie mit versorgen. Da kamen andere Mitarbeiter reihenweise und haben immer wieder gesagt, so ähnlich wie es der Gunter vorhin beschrieben hat, Mechtelt, jetzt musst du mal was machen, jetzt sag doch mal was, das geht so nicht. Dann habe ich so gesagt, und wieso sollte ich jetzt mal was tun dafür? Ja, das geht nicht. Sag ich, und wer könnte vielleicht, wenn dich das stört, wenn du Lust hattest, könnte ich dir was sagen. Das kann ich nicht machen. Dann haben wir eine Weile geguckt, wer denn da überhaupt was sagt und ob es überhaupt nötig wäre, was zu sagen. Und nach kurzer Zeit hat sich das Symptom verabschiedet. Also diese Erlebensnetzwerke, die dann auch merken, physiologisch spüren, bis hin, dass die Tupperdose plötzlich nicht mehr mitgenommen wird, wer hat denn was gesagt? Die haben dann zuerst gedacht, ich hätte was gesagt, war nicht. Also das ist spannend, dass hier sich was einschaukelt, was so von einer anderen Sorte ist und wo immer weniger Menschen das als Einzelpersonen sagen müssen, sondern das sind Muster, die dann auch die gesamte Organisation ausmachen. Okay, ich mache noch diese beide aus Zeitgründen. Ja. Meine Frage war noch, jetzt das leuchte mir noch mit dem klar mit den Mitarbeitern und so. Jetzt habt ihr ja auch Firmen als Kooperationspartner und da gibt es wahrscheinlich so eine Mischung von zehn, so, ja, so würden wir auch gerne unsere Firma bauen, aber im Moment leben wir es noch anders. Wie ist denn das da? Das ist ja auch ein gewisser Widerspruch nach dem Motto, wir leben hier ein bisschen Freiraum, Selbststeuerung und so ganz selbstgesteuert, auch wenn das vielleicht in manchen BE-Kompetenzprofilen schon drinstehen haben, aber so ganz selbstgesteuert will man die Mitarbeiter und dann auch wieder nicht haben. Kommt ihr da auch in Ja, natürlich. Also wie ich es ja vorhin schon meinte, was bei uns ständig, ich komme jetzt gleich auch nochmal bei uns auf einige dieser Double Binds oder Zwickmühlen, die wir dann immer, die praktisch automatisch bei allen Beteiligten Ambivalenzreaktionen auslösen, die dann aber typischerweise oft mit Selbst- oder Fremdabwertung beantwortet werden, was wir natürlich gerade nicht wollen und nicht machen. Aber das haben wir natürlich bei den Firmen auch. Und also erstmal bei den Führungskräften, die manchmal zu, wir machen ja auch, wir haben so ein akademieorientiertes Angebot, auch wo dann zum Beispiel mit Bosch oder mit anderen oder Sparkassenverbänden oder sowas, mit vielen Führungskräften arbeiten wir, versuchen wir das immer mehr, damit es nicht bloß hier wir sozusagen die Ergebnisse von irgendwas, sondern auch schon gleich praktisch da, wo es entsteht, was machen können. Und da haben wir diese Diskussionen immer. Wir haben sie aber auch auf einer anderen Ebene mit den Klienten natürlich, wenn die Klienten hierher kommen, die aus solchen Institutionen kommen und daran gelitten haben und dann ihre Probleme entwickelt haben, dann sagen die natürlich erstmal auch, ja, eigentlich müsste es bei dort auch genauso sein und sonst kann ich ja eigentlich gar nicht mehr zurück, beispielsweise. Ne? Oder jetzt vor kurzem, das fand ich sehr eindrücklich, da haben wir mit so einem Sparkassenverband in Hessen so eine Kooperation begonnen und da habe ich dann so eine Kick-Off-Veranstaltung da so von meiner Seite einen Beitrag gemacht. Dann sagte einer der Vorstände dort, der wusste aber, das war noch bevor ich mit dem Vortrag so anfing, so, naja, da bin ich mal gespannt, was Sie da jetzt so bringen, weil wissen Sie, ich bin da sehr skeptisch den Kliniken gegenüber. Und so, ja, da haben Sie sicher gute Gründe, was sind denn Ihre Gründe? Dann sagt er, ja, jetzt ist gerade ein Mitarbeiter, also direkt unter ihm, an ihn berichtend gekommen und hat gesagt, weißt du, eigentlich dürfte ich gar nicht mehr mit dir reden. Der kam gerade aus einer Klinik mit nach einer Burnout-Behandlung, nicht bei uns, ist ja klar, aber er kam aus einer Klinik. Und dann sagt er, wieso darfst du nicht mit mir reden? Ja, der Therapeut hat ihm auch gesagt, ich, also der Vorstand und alle anderen, wären Teil des krankmachenden Systems. Und da wäre es halt am besten, man hält sich da auf Distanz zu dem System. Das ist nicht die Ausnahme in Psychotherapiekreisen,
Weil das hat offensichtlich ja auch mit Kulturbedingungen zu tun, dass viele Leute, die Psychotherapeuten sind, überhaupt noch nie in einigermaßen sonstigen, realitätsnahen Institutionen gearbeitet haben und dann mit dümmlich undifferenzierten Abwertungsbildern, Feindbildern rumlaufen über Manager oder sonst was. So, und dann kommen solche Projektionen. Die bringen die Klienten in eine Loyalitätszwickmühle und in große Schwierigkeiten. Das läuft hier völlig anders. Weil dann ist klar, wir arbeiten mit den Leuten so daran, sondern schauen Sie, klar, Sie haben das jetzt so erlebt, dass Sie das fertig macht. Und da haben Sie gute Gründe, das ist eine kompetente Wahrnehmung von Ihnen. Aber jetzt müssen wir als erstes prüfen, was daran können Sie selbst ändern, mit welchen Auswirkungen? Und wenn Sie das wollen, ja gut, dann haben wir eine neue Zielvorstellung, mit der können wir arbeiten. Aber was daran wäre aus dieser Sicht hier, die wir Ihnen anbieten, vielleicht doch günstiger als zurzeit wirkende Restriktion, zurzeit wirkende, kann sich ja ändern. Und dann bieten wir Ihnen eine ganz andere Interventionsstrategie an, kompetenzaktivierend natürlich. Weil bei Restriktionen halten sich die Leute erstmal für Opfer. Hypnosystemisch kann man da enorm Selbstwirksamkeit und Kompetenz daran entwickeln. Aber die Ziele müssen anders werden. Nicht mehr die direkte Änderung der Restriktion, weil da scheitert man und hat zu hohe Folgekosten, sondern der optimale Umgang mit der Restriktion und eine Art, wie man dann sich so einbringen kann, dass man die Wahrscheinlichkeit in konstruktiver Weise für Gewünschtes erweitern kann. Da haben wir natürlich sehr viele stringente Interventionsmethoden da dafür und die bieten wir den Leuten dann an. Und dann gehen die Leute kontextelastisch, kontextflexibel raus und bringen von dort aus, und das ist das Interessante, dann aber viel mehr Impulse in die Kultur, die dann schon oft dazu geführt haben, es war schon mehrfach zum Beispiel so, dass dadurch die Firma neugierig wurde, die vorher überhaupt nicht neugierig war, mit uns mal mehr Kontakt aufzunehmen, weil sie merkte, die Leute kommen kraftvoll aufgestellt wieder und sind flexibler als vorher und so weiter in der Form. Und das macht dann natürlich eine Win-Win-Situation. Aber dafür müssen wir von vornherein mit den Leuten so arbeiten, dass das nicht ein Problem ist, sondern eine herausfordernde Aufgabe. Hier gibt es überhaupt keine Probleme bei uns, gell? Hier gibt es nur Ziel ist Soll-Diskrepanzen, für die wir die optimalen Lösungsstrategien suchen und dann gucken, welche Kompetenzen können wir dafür aktivieren. Und so ist das praktisch mit all diesen Sachen. Da gehe ich jetzt wieder da zurück hierher. Sind Sie noch ein bisschen dabei? Ich habe noch ein paar Minuten da. Vielen Dank. So. Also, damit verbunden mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, als sozusagen strukturierte Vorgehensweisen, wie wir diese Kulturideen umsetzen wollen, ist klar, dass praktisch bei jeder Teamsitzung, die wir machen, auch wenn Mechthild, Reinhard und ich dabei sind oder so, selbstverständlich typischerweise nicht wir die Sitzung leiten, sondern dass wir von vornherein, das ist quasi institutionalisiert und geht reihum in Wechselwirkung, da müssen wir oft gar nichts mehr sagen, das machen die Leute von sich aus, ständige moderierende Meta- und Moderatorenpositionen aufbauen aus dem Team, die dann ständig eine Meta-Position mit Überblick, hey, wo sind wir gerade, wofür machen wir das hier? Genau das, was wir mit den Leuten machen. Ne? Nur um wieder die Parallelität zu sehen. Wenn jemand kommt zum Beispiel und sagt, ja, ich muss jetzt mal über meine Kindheit erzählen und das und jenes und so weiter. Das gibt es natürlich ja auch, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ne? Dann ist das ja nie ein Problem. Aber es kann nur dann nutzbar gemacht werden, zieldienlich, wenn wir das sofort vernetzen mit dem Zielbezug. Dann wird nicht, ah, erzählen Sie mal, sondern erstmal, natürlich können wir das machen, aber erstmal klären wir noch kurz, wofür? Was wäre das gewünschte Ergebnis, was Sie sich versprechen, wenn Sie so darüber reden? Und dann zeigt sich, das gewünschte Ergebnis, ich soll kraftvoll und so weiter und so da werden, ist okay. Haben Sie eine Erfahrung, wenn Sie so darüber reden, dass die Sie kraftvoll macht? Nee, schwächt mich immer mehr. Na, da haben wir wieder einen Zielkonflikt. Wir wollen doch mit Ihnen darüber reden, aber nicht so. Erstmal möchten wir etwas anderes anbieten, nämlich zum Beispiel das Aufbauen einer steuernden, sicheren Beobachterposition, aus der heraus dann geredet wird. Dann kann das Reden über Probleme, wenn Sie die Schäßersche Lösungsorientierung kennen, die ganze Literatur drüber, da können Sie wie ein Bibelspruch immer lesen, Problem Talk creates Problems. Deswegen ja nicht machen. Solution Talk creates Solutions, immer machen. Rührend, voll daneben. Auch wenn es x-mal gedruckt wird, wird es nicht besser dadurch. Weil es ist eine aus dem Kontext gerissene, schlagwortartige Nummer. Es ist niemals ein Problem, über ein Problem zu reden. Wenn ich es vernetze mit den entsprechenden Ressourcen, die ich brauche, damit ich kraftgebend über das Problem reden kann. Und dafür haben wir jede Menge Interventionen, dass das die Leute dann so machen können. Da können sie Stunden, Tage über das Problem reden und werden immer stärker dran.
nicht schwächer. Das können wir belegen, aber das müssen wir für die Teams natürlich auch machen. Und deswegen haben wir das im Team ganz genauso. Alle Beiträge werden hier immer rituell in Ich-Botschaften gemacht, was nicht immer gleich praktiziert wird. Wenn zum Beispiel schöne Konflikte laufen, so, dann sagt jemand auch natürlich in Du-Botschaften, was man ständig bei den Leuten sagen, machen Sie doch Ich-Botschaften. Aber das ist ja das Schöne, gell? Wenn man zu Hause immer das machen würde, was man auspredigt, das wäre ja auch doof. Ne? Also von daher haben wir dann aber Erinnerungsschleifen. So, hey, wieder in Du-Botschaften unterwegs? Ha klar, kann man doch verstehen. Eine wütende, frustrierende oder sonstige Seite, wir arbeiten natürlich mit uns genauso, meldet sich wieder über Du-Botschaften aus den Teams, wird rituell sofort eingeladen. Wenn man das jetzt in Ich-Botschaften übersetze, welche Bedürfnisse meldest du damit an? Da finden Sie Ähnlichkeiten bei der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg und so weiter. Das ist ja letztlich bei all diesen Konfliktmodellen immer das Gleiche. Wir versuchen es halt tatkräftig den ganzen Tag umzusetzen. Dann gibt es kontinuierliche Wertschätzungsrituale hier, so nenne ich es jetzt mal so. Kontinuierlich heißt, es geht mal nicht alle 8 Tage, mal alle 14 Tage, mal alle 3 Wochen oder so. Vor kurzem hat die Mächte immer gesagt, Mensch, es war ja schon 4 Wochen, dass man es nicht mehr gemacht habe, dass man, bevor man irgendwas anderes macht, steht aber gar nicht auf der Tagesordnung, in einem Großteam mit 50 Leuten erstmal einlade. Was ist denn die letzten 14 Tage hier alles wieder mal gut gelaufen? Wer mit wem, wann, wie, wo? Und das wird erstmal ausgetauscht. Obwohl jeder das hier den ganzen Tag mit Klienten macht und jeder kennt, es nützt sich nicht ab. Und wenn das institutionalisiert wird, ist es auch interessanterweise so, dass es über die Zeit hinaus wirkt, in der man das macht, so, weil man dann weiß, es wird bald wieder gefragt werden. Selektiv wird damit erleben, ist Aufmerksamkeitsfokussierung, die Aufmerksamkeit so gebahnt, dass der Fokus auf anerkennenswerte, hilfreiche, gegenseitige Unterstützungsprozesse immer mehr ausgerichtet wird, was dazu führt, dass die immer häufiger werden und dann wieder häufiger rückgemeldet werden, was wieder dazu führt, dass sie häufiger werden. Das ist ein selbstrückbezüglicher, sozusagen wie eine positive Gegenseitigkeit, ein Eskalationsprozess ins Konstruktive, könnte man es nennen, so ungefähr in der Form. Dann haben wir eingerichtet, das war ein langes Hin und Her, auch in der Gesellschafterebene, weil einer der Gesellschafter wollte das nicht so. Das ging speziell auf der Mechthild aus gutem Grund, dass wir eine sogenannte Koordinationsteamrunde aufgebaut haben. Weil die Komplexität ist natürlich immer größer geworden. Und das hat natürlich sowohl gerade die Mechthild, die am meisten hier gemacht hat, in der Praxis, ich schwöre ja immer noch so viel in der Gegend rum da irgendwo, hat es die überfordert natürlich einfach, das war wahnsinnig viel. Und es hat außerdem, selbst wenn es gegangen wäre, wäre es nicht funktional gewesen. Weil wir ja gerade die ganze Organisation so aufbauen wollen, dass wir letztlich sie unabhängig von uns machen. Autonomiesteigerung bei den Klienten, Autonomiesteigerung bei den Teammitgliedern, Autonomiesteigerung der Organisation, dass jeder hier, auch wir, ersetzbar ist und nicht notwendig ist. Dafür muss es in Prozesse, entpersönlicht auf Prozesse verlagert werden. Und dafür haben wir dann ein Koordinationsteam aufgebaut, das eine typische Schwierigkeit hier gleich wieder brachte, weil da gibt es natürlich nicht, da können alle 120 Leute nicht im Koordinationsteam sein. Ne? Wir brauchen also eine Selektion. Wie wird jetzt selektiert? Das bringt gleich Kränkungen, könnte es bringen und so weiter. Hat sich ja auch welche gebracht. Das Hauptselektionskriterium war, dass wir hingestanden sind und ich Botschafter gesagt habe, wir finden, die sollten wir reinnehmen, weil die uns am nächsten unserer Kulturvorstellung von unserem Erleben aus sind und deswegen was beitragen können. Das kann man anders sehen. Insofern ist das natürlich Willkür. Dazu stehen wir. Und dann kann man denken, blöde Sau über mich zum Beispiel. Aber es ist klar, ne? So irgendwie. Also es wird nicht verhandelt, wer sollte rein oder nicht. An der Stelle war das zum Beispiel so ein Restriktionsding, erstmal so. Sondern da wurde ausgewählt von der Führung, und zwar für die, die wir als die intensivsten, am meisten schon vertrauten Kulturträger dieser Kultur gewählt haben. Und dazu haben wir gestanden. Das Interessante war, wurde gleich rückgemeldet von einigen, ja, das kränkt mich und wieso da und da und dort. Das haben wir achtungsvoll miteinander in die Kommunikation gebracht. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen anderen Eindruck, dass das ausgesprochen konstruktiv wirkte und die Leute zum Teil dann sagten, ja, ich kann es nachvollziehen, ich wollte ja eigentlich gar nicht drin sein, mich hat es nur gestunken, dass ich nicht gefragt wurde. Und dann wurde das so, und außerdem ist das nicht statisch, das kann sich auch ändern. Ne? Ja? Da würde ich gerne noch kurz dazu erzählen, weil wir gerade gestern einen Klausurtag genau mit dieser Gruppe hatten. Ja, ja. Und das Interessante ist, dass wir immer wieder merken, dass diese Diskrepanz auch an der Stelle
wo machen wir das transparent und offen? Wollen wir diese Gruppe so tagen lassen, dass andere teilnehmen können? Und unter welchen Bedingungen sind wir auch mal ein geschlossener Club, um Sachen zu verhandeln, die quasi vielleicht nicht in die digitale Transparenz gehören? Zunächst. Und da haben wir also fast einen Nachmittag darum gerungen, weil wir selber das noch nicht ordentlich fanden, wie wir da gerade agieren. Hatten aber noch kein Produkt für uns selber, wie wir das so leisten können, dass wir in angemessenen Räumen, das kennst du also noch gar nicht, uns auch mal zurückziehen können, ohne dabei unseren eigenen Regeln zu widersprechen. Das ist ein einzigster Drahtseilakt. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon passt, soll ich schon sagen, was wir gelöst haben? Ich kenne es noch gar nicht. Ich kenne es noch gar nicht, weil nachmittags nicht über eine Folge. Würdest du es gerne hören? Schön, aber es ist so gesagt, dass es eine echte Koordinierungsgruppe geben soll, ähnlich wie es da steht, dass quasi aus allen Teams, auch aus der Küche und aus dem Service, immer ein Mitglied dieses Teams sich alle zwei Wochen zu einer echten Koordinierungsgruppe zusammenschließt, die auch diesen Namen verträgt, die auch dann tatsächlich in Öffentlichkeit stattfinden könnte, wenn sie es wollen. Und die quasi den Inhalt dessen, was wir so hier natürlich an Prozessen zu moderieren haben, auch sehr im Blick hat. Dass es dann aber eine Gruppe braucht, und wir haben das jetzt mal so, was du hier schon stehen hast, das war ja am Vormittag schon Thema, so eine Art Reorientierungsgruppe. Ich nenne das manchmal auch immer ganz gerne so eine 3D-Gruppe oder so eine Kybernetiker-Gruppe, die hier im Raum unabhängig von ganz konkreten Verantwortungsbereichen handelnd, egal wo sie gerade gehen und stehen, für diese Prozesse, die der Gunther beschrieben hat, am Wirken sind. Ob sie in der Teamsitzung sind, ob sie im kleinen Team sind, was gleich noch kommt, ob sie gerade irgendwas anderes gerade tun, immer wieder diese Reorientierung an diesen Grundideen, die wir gerade schon ein bisschen gehört haben. Das wäre die Gruppe, und das wollen wir, wenn wir da halt mehr auf den Prozess gucken und etwas weniger auf die ganz konkreten Inhalte, aber ohne Inhalte geht es natürlich auch nicht, also diese Metagruppe, dass die jetzt öffentlich tagt, dass wir aber sagen, damit wir das leisten können, weil das nämlich gar nicht einfach ist, das ständig durchzuhalten, an Stellen auch immer mal nicht in die direkte Verantwortung zu gehen, dass die höhere Verantwortung wäre, innerlich auf die Bremse zu treten und zu sagen, ich halte jetzt mal meine Klappe, hier tue ich mal gerade nichts, ich möchte gerne, dass die anderen in die Verantwortung gehen und so weiter und so fort, weil so manchmal der Schnellere, wie wir gerne sagen, der die Verantwortung dann hätte und der oder die das Langsamere, aber dann das Tempo bestimmt, so könnte man zumindest konstruieren. Das erlebt man oft. Ja, aber wie halte ich das aus in meiner eigenen Erlebnisqualität, dass ich einfach gerade mal nichts mache? Das ist ganz anstrengend. Und dieses durchzuhalten, haben wir gesagt, da brauchen wir eine 3D-Intervision für uns, und die wäre nicht öffentlich. Oder? Ja, ist verständlich auch. Aber nochmal, das wird eben deutlich. Praktisch hat die keine Leitungsfunktion im Sinne von so wird es gemacht, sondern deswegen hatte ich den Vorschlag gemacht, nennt es lieber eine Orientierungsgruppe, das ist so wie im Alltag auch. Ne? Also das geht Ihnen vielleicht so, es geht mir ständig so, da kann man sich noch so kompetent und was wie fühlen, dann kommen 20.000 oder so 20 Zerren oder so irgendwelche Aufmerksamkeitsfokussierungsangebote von mach das, dass man vom Fokus wegkommt und dass man aus der optimalen, flowartigen Kompetenzposition rauskommt. Hypnosystemisch gesehen rutscht man in eine Problemtrance rein und kommt aus der Optimaltrance raus, so nennen wir das jetzt halt hier. Aber das ist gar kein Problem, es braucht nur eine Reorientierungsfunktion. Und die praktisch wieder eine Wiedererinnerungs-, eine Reorientierungsfunktion. Wegzukommen vom Optimalzustand ist überhaupt kein Problem, sondern nur eine Aufgabe. Und dafür ist jetzt diese Gruppe da. Ja, genau. Danke für den Hinweis. Aber 5 Minuten habe ich noch, ist okay? Das finde ich sehr großzügig. Ich danke dir, Bernd. So. Weil das wäre mir noch wichtig, dass ich da wenigstens dann 2, 3 Kleinigkeiten noch sage, beispielsweise zu den kleinen Teams. Da sind wir wieder bei diesen Dauerzwickmühlen, die wir haben, weil in den kleinen Teams, die Klienten kriegen hier sehr vielfältige Angebote. Einzelgespräche, wahlweise bis zu 3. Das kann ein typisches psychotherapeutisches Gespräch sein, kann auch Einzelmusik, Kunst oder Körpertherapie sein und so weiter. Physiotherapie, Feldenkreis, bis zu Bogenschießen können Sie alles haben hier. Dann aber fast täglich, also eigentlich täglich eine Gruppe mindestens, in der sie immer zu 9 typischerweise zusammenarbeitet. Und diese sogenannten Kleinteams, die dann sich bilden, da sind dann alle Therapeuten drin, also
die Psychotherapeuten, approbierte Psychologen, Fachärzte oder Ärzte halt dazu, plus Körper-, Kunst-, Musiktherapeuten und so weiter, die von der ganzen Außenorganisation selbstverständlich nicht gleichrangig behandelt werden, sondern nur zuarbeitende Dienstleister für die Eigentlichen, hinter uns steht nur der Herrgott und so weiter, ne, so ein bisschen sind. Das hat natürlich sofort Auswirkungen auf die Dynamik in den Teams. In den Teams wollen wir das gerade nicht. In den Teams hat niemand Weisungsbefugnis. Auch die Chefärztinnen haben, wir haben drei Chefärztinnen für den unterschiedlichen Teilbereich, keine Weisungsbefugnis. Die Chefärztinnen haben Verantwortung und dafür kriegen sie extra Honorierung natürlich und so weiter, aber keine Weisungsbefugnis. Nun ist das aber begrenzt nur möglich, weil wenn zum Beispiel Fachärztliches verlangt wird, letztendlich muss ein Facharzt drüber gucken, muss letztendlich die Aufsicht haben über den Ablauf, muss auch in den Arztberichten letztlich dann die Verantwortung übernehmen und so weiter. Und das heißt natürlich, da gibt es sozusagen von den Außenvorgaben Hierarchie, ganz klar, wo manches auch nicht verhandelbar ist. Beispielsweise Medikamentengabe beim Facharzt für Psychiatrie. Wenn der den Eindruck hat, den Leitlinien entsprechend, die man halt in der Mainstream-Medizin hat, nicht ohne guten Grund natürlich, die hat man schon mit gutem Grund, da müsste ich jetzt verordnen, die Psychotherapeuten außenrum sagen aber, Mensch, mit unseren kompetenzaktivierenden Sachen, lass uns nochmal 14 Tage oder so oder 8 Tage dran arbeiten, das kriegen wir auch so hin. Der sagt aber, das kann ich nicht verantworten. Dann wird es nicht gleich entschieden. Dann wird es erstmal transparent in Kommunikation gebracht. Wenn dann letztendlich auch bei dieser Diskussion sich klar zeigt, der Facharzt sagt, der könnte jetzt reden, was er wollt. Ich habe ein so ungutes Gefühl, wenn ich das nicht mache. Und deswegen bestehe ich darauf, ich verordne das jetzt. Da wird natürlich die Verordnung nicht einfach nur ausgeführt, sondern der Klient wird einbezogen, ob er das will. Weil der Klient ist ja ein mündiger Klient, ne? Der ist nicht entmündigt. Aber wenn der Klient dann zustimmt, dann wird letztlich dann die Medikation gemacht. Es kam aber schon ein- oder zweimal vor, dass zum Beispiel die Fachärztin, die unsere Chefärztin für Psychiatrie, an einer Stelle gesagt hat, bei einer Klientin, die so paranoide Ideen hatte und die schon beim Vorgespräch, was sie mit mir hatte, sagte, auf gar keinen Fall Medikamente, sie hat so schlechte Erfahrungen in der Psychiatrie gemacht und so weiter, sonst kommt sie auf gar keinen Fall, das ist ihre Verlass, also da will sie sich drauf verlassen. Ich habe ja gesagt, wenn es tragfähig, ich verspreche Ihnen das nicht grundsätzlich, aber wenn es möglich wird, die Bandbreite bei uns ist sicher größer, sage ich Ihnen das zu. Ich war der Auffassung dann, die bräuchte noch keine Medikamente, sondern eine andere Anbindung auf der Beziehungsebene. Andere im Team auch, die psychiatrische Fachärztin sagte, die Chefärztin dafür, das will sie nicht verantworten, das macht sie nicht. Dann haben wir uns geeinigt, dass die keine Medikamente kriegt, aber ich ihr schriftlich bestätigt habe, dass ich allein die Verantwortung dafür übernehme, für diese Entscheidung. Dann war sie geschützt, es war alles klar ausgehandelt und so weiter und so weiter. Es kann auch sein, und das ist schon öfter passiert, dass dann die Fachärztin das eingebracht hat oder der Facharzt und das Team aber so gute Argumente brachte, dass er davon abrückte. Also da ist auf dieser Ebene quasi Gleichrangigkeit im Prozess. Aber wir müssen ständig diesen Jonglierakt beachten, der dann die Leute auch in Loyalitätszwickmühle bringt, wo die Leute Schutz brauchen von uns. Das heißt, niemand wird hier abgewertet dafür, dass er zum Beispiel nicht hypnosystemisch gerade reinkommen will, weil dies wird nicht als persönliche Marotte, sondern als verständliches, kompetentes Reagieren auf Zwickmühlen, in denen sich jemand erlebt, angesehen und dann kriegt er Unterstützung für die Zwickmühlen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das mit reinnehmen da so in der Form. Ja, dann möchte ich wenigstens noch ein oder zwei Aspekte und dann höre ich damit auf, weil wir können das ja in der Diskussion noch weiterführen. Eine wichtige Sache, die dann natürlich auch wieder auf diese Dynamik in den Teams große Auswirkungen hat, ist, dass ich vor vielen Jahren schon in der Hartberg-Klinik vorgeschlagen habe, wir schaffen die üblichen Teamsitzungen, wo man über Klienten redet und damit sich erhofft, dass die Therapie besser wird, die schaffen wir ab. Weil wenn es um Autopoiese geht, die Therapie wird sowieso nur erfolgreich, wenn die Klienten das machen. Das heißt, die Klienten sind bei den Teambesprechungen dabei. Wir nennen das in der Zwischenzeit, ich habe es am Anfang dann Reflecting Team genannt, das hat vielen Leuten nicht so gefallen, auch den Klienten nicht. Schließlich, das war glaube ich sogar ein Vorschlag der Klienten, die da waren, nannten wir es Prozessreflexion. Das heißt, es ist einmal die Woche, ist das regelmäßig, 100 Minuten. Das wird in unterschiedlichen Varianten gemacht, aber die Grundidee ist immer die, so, ich sage es mal jetzt, meine Idealvorstellung, die wird manchmal gemacht, nicht von allen genau so, aber in diese Richtung geht es.
Zum Beispiel, dass die Therapeuten über die Klienten reden, aber in deren Beisein erstmal. Sagen wir 30 Minuten, diese Woche habe ich von dem Sessensatz erlebt und so weiter und so weiter. Interessanterweise reden die typischerweise natürlich wertschätzender über die Klienten, wenn die dabei sind. Ne? Und dann aber reden die Klienten über ihre Eindrücke davon und, das wäre ideal immer für mich, sagen sie auch, was sie über die Therapeuten denken. Was sie von denen gut fand, was nicht gut finde, was das wieder heißt für Bedürfnisse im Umgang mit den Therapeuten. Und dann wird für die nächste Woche immer ausgehandelt, wer braucht von wem was, sodass das wieder eine weitere tragfähige Beziehung gibt, Kooperationsbeziehung. Es wird unterstützt dann übrigens bei manchen Klienten von Forschungsbegleitmethoden, die wir mit dem Günter Schiepeck zusammen hier einsetzen, Uniprofessor in Salzburg, wo dann tägliche Rückmeldungen über den Verlauf gegeben werden können, computergesteuert. Und so kriegen es ist praktisch eine ständige Rückkopplungsschleife, weil jede Maßnahme ist als zieldienlich gedacht. Dafür braucht man natürlich Zieldienlichkeitsrückmeldungen. Und da ist natürlich klar, wenn jemand kommt und sagt, heute geht es mal was schlechter als gestern, dann ist es immer nur eine kompetente, wertvolle Rückmeldung, die Bedarf an deutlich macht, der dann halt berücksichtigt werden muss. Ja, dann vielleicht noch eins und dann höre ich auf. Wenn Klienten zum Beispiel, wenn Therapeuten Schwierigkeiten mit Klienten kriegen, das haben wir immer wieder, dass jemand, natürlich ist ja klar, bei so vielen Klienten im Laufe von einem Jahr, da kommt immer mal irgendwie ein Therapeut und sagt, ich komme an meine Grenze mit dem Klienten X und ich weiß nicht weiter, ich habe schon Angst vor dem Klienten, das sagte vor einiger Zeit mal jemand. Das wird ins Team gebracht, wird immer sofort honoriert als hoch anerkennenswerte Leistung der Person, die das sagt. Leistung, nicht Versagen. Hier gibt es keine Schwächen. Hier gibt es nur Bedarfsanmeldungen, grundsätzlich. Und dementsprechend wird es anerkannt als verantwortungsbewusste Kommunikation ans Netzwerk des Unterstützungsteams. Ich brauche jetzt gerade was. Nicht, was machst du falsch, was kannst du nicht. Ah, du brauchst was. Was brauchst du? Und das ist zum Teil richtig schön zu sehen, wie dann in den Teams sofort angefangen wird, auch im Großteam manchmal, wenn 50, 60 Leute da sind, hey, was brauchst du? Und ein Unterstützungssystem entsteht, das in kürzester Zeit manchmal die gleichen Probleme transformierbar macht, was dann wieder für die Klienten oft interessante Auswirkungen hat. Vor einiger Zeit war zum Beispiel eine Klientin da, die wurde von ihren Kindern, weil sie so verwirrt zu Hause war und nicht mehr zu Hause sein konnte, quasi abgegeben, so, also mal zugespitzt, es war natürlich eleganter und alles und so, aber letztendlich abgegeben. Die Frau war zum Teil so desorientiert, nach einem, zwei Tagen hier sagte die Therapeutin, ist völlig unmöglich, wir müssen sie in die Psychiatrie verlegen oder nach Hause, das war aber alles so schwierig. Dann hat sich aus dem Team ein richtig spontanes Unterstützungssystem ergeben, weit über das Team hinaus, was da übrigens war, wie man diese Frau jetzt unterstützen kann, sodass sie allmählich hier landet. Und ich weiß gar nicht, wie lange waren die dann da? Die war doch... Die waren 5 Wochen da. 5 Wochen da. Das hat so eine Woche gedauert und dann war sie sehr orientiert im Raum. Aber es heißt also auch hier, wir brauchen etwas und wer das merkt und kommuniziert oder sagt, ich blicke nicht mehr durch oder ich habe aus meiner Sicht was falsch gemacht, das wird anerkannt als Lernchance für alle und dann wird daraus eine Lernchance miteinander gemacht. Hier wird niemand abgewertet und wenn jemand abwertet, dann wird es sofort wieder als Lernchance im Team genutzt. Da brauchen wir gar nichts machen, das machen die Leute schon von sich aus, sodass eine ständige, selbstrückbezügliche Kultur in dieser Weise kommt. Und noch als Letztes erwähne ich gerade noch kurz, selbstverständlich brauchen wir für die direkte Gesundheitsförderung dann auch alle möglichen Einladungen, dass die Leute im Team miteinander vom Wellnessbereich hier angefangen, aber sonst auch die eigenen Methoden, die man natürlich für Klienten anwendet, auch für sich anwendet. Dass man dann auch mal Achtsamkeitsgruppen miteinander hat, den Begriff mag die Mechthild verständlicherweise nicht so gerne, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, oder andere Sachen, Embodiment. Immer wieder kommt es mal so, dass jemand sagt, Mensch, du machst doch immer so interessante Sachen mit den Klienten, mach doch das mal für uns. Das ist nicht regelmäßig, aber es ist sozusagen als spontane, immer wiederkehrende rituelle Art einbezogen. Und somit wird praktisch Wahrscheinlichkeit hier verbessert. Wir haben so gut wie gar keine Fluktuation. So. Und wir haben relativ, also einen ausgesprochen niedrigen Krankenstand. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute sich so selbstwirksam fühlen, dass sie halt manchmal lieber hierher kommen, als zu Hause zu bleiben. Vielen Dank. Ja.
Und letzter Satz, es ist überhaupt noch nicht so, wie ich mir es erträume. Es müsste noch viel mehr ausgebaut werden, aber wir haben noch ein paar Jahre Zeit.